Hallo und willkommen zurück bei Star Wars. Battlefront. Ja, yeah. Und die dunkle Seite ist stark in uns. Jo. Ja, wie letztes Mal schon gesagt, machen wir jetzt mit den Trainingsmissionen weiter hier. Imperator Palpatine und sein Schüler, bla bla bla, das haben wir letztes Mal schon vorgelesen. Und werden jetzt, ich weiß gar nicht, wer wir sein werden, also wer von uns wer ist. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Meistere die Mission, ja. Meistere die Mission in 3 Minuten. Und meistere mindestens 50% Restgesundheit. Ja, das werden wir sehen, ob wir das schaffen. Ja, das weiß ich noch nicht. Ja, Hauptsache wir schaffen das erstmal. Ja, diese Meldung davor. Ja, muss noch mal drücken. Hä? Nee, du musst jetzt. Jetzt muss ich. So. Hä? Die Truppen der Rebellen versuchen verzweifelt, die Kontrolle über ihre Basis zu behalten, während dunkle Lords der Sith einfallen. Gib dich der dunklen Seite hin und lösche die Rebellen aus. Ja! Kämpfe um die Kontrolle der Rebellenbasis, ja? Eliminiere Rebellen, um die Kontrolle zu übernehmen. Halte die Sturmtruppen am Leben, um die Kontrolle zu behalten. Okay. Okay, das hört sich nach etwas mehr zu tun an. Ja. Schon mehr Aufgaben. Aber einfach alle töten. Du würdest sagen, wir können auswählen. Wen möchtest du denn? Ich würde wohl den Vader nehmen, ne? Ja, nicht den Palpatine, den habe ich noch nie gespielt. Okay. Unbegrenzte Macht. Geht's, was kann der denn Cooles, ey? Ich bin ganz gespannt hier. Lichtschwertwurf, Machtgriff, noch irgendwas. Ja. Ja, das bin ich. Da bin ich. Vernichtet sie alle, mein Schüler. Wie ihr wünscht, Gebieter. Leider nicht die Originalstimme. Okay, das kann ich. Doch, du Heilige. Blitze. Okay. Ich muss da hin, ne? Ich muss viel schneller als ich. Hab ich auch was gemacht jetzt? Weiß ich nicht, aber... Oh. Ich weiß nicht, ob wir das mit 75% Restgesundheit hinkriegen. Nee. Da kommt die nächste... Oh, ja toll. Man wird direkt... Kann ich auch irgendwie... Fernangriff oder sowas? Ja, du hast den Lichtschwertwurf, ne? Auf R1. Auf R1, okay. Ja. Ich glaube, ich habe einen Sprint noch. Was ist denn? Oh nee, Dreieck. Ich glaube, da kann ich irgendwen rufen. Und da oben jetzt. Bam. Geil. Das war wunderschön. Und die Blitze sind schon ganz geil eigentlich. Ich gehe mal nach oben hier. Schon alle tot? Ja, L1 habe ich Machtangriff, ja. Ich bin schon alle tot, voll. Ja, ich habe mein Schwert geworfen. Ich erkenne noch nicht so richtig, wo die herkommen. Mm-mm. Ja, was? Ah, da. Platz. Platz. Unbegrenzte Macht. Ja. Absolut unwürdig. Ja, ist es echt. Ist echt so. Danke, Imperator, dass mir die Worte aus dem Mund genommen. Ja, vernichten wir. Ja, mein Gebieter. Na gut. Oh, komm. Oh, die haben Schutzschilder. Oh, das sind ein paar. Wir hatten voll die große Fresse. Das kann ich nicht machen. Ja. Wow. Was? Wo sind die? Hast du? Ja. Hui. Ja! Schön. Ah, ich liebe Machtblitze. Das könnte ich so gerne in echt. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Also wenn es das jetzt war, dann haben... Wie viel Leben hattest du noch? 98? Also ich hatte auch noch. Auf jeden Fall auch über 75. Ja. Ja. Boah, da hast du auch nicht abgeräumt. Ja, war cool. Ja. Hat Spaß gemacht. Aber am Anfang habe ich, glaube ich, gar nichts getroffen. Bin ich nur hinter dir hergetrottelt. Ja, Vader ist auch, glaube ich, schneller, ne? Ja. Ja, cool. Geil. Haben wir alles geschafft? Wir haben wir, ne? 12. Ja, Mann. Boah. Geborenen Schurken.
Scheiße. Scheiße? Nein, einen Hut haben wir. Ja, auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir, glaube ich, noch zum schwierigsten Teil dieser Trainingsmission. Ich meine, dass es schwierig wird. Okay. Aber du hast es auch noch nicht gemacht. Nein, nein, aber ich habe das Bild gesehen und dachte mir so, ja. Das könnte schwierig werden. Ja. Das habe ich immer schon bei jedem Star Wars-Bild, fand ich das immer sehr schwierig. Fliege einen T-47 Luftspeeder, um die vorgerückten imperialen Kampfläufe aufzuhalten. Ja, okay. Wir müssen jetzt das Schleppseil benutzen. Meistere die Mission, dann in 8 Minuten. Ach, mal 8 Minuten geht die sogar, mindestens. Meistere die Mission, ohne mindestens beim Drahtseil-Takedown zu scheitern. Oh, nein, nein. Also, wenn wir das schaffen. Ich glaube, das klappt nicht. Dann wird die Galaxie zum Fürchten. Tut sie jetzt schon. Meinst du? Ja. Okay, hot. Das Imperium hat eine Rebellenbasis entdeckt, die verteidigt werden muss. Bis alle Transportschiffe entkommen sind, verteidige die, den Energiegenerator um jeden Preis. Oh. Ich finde es irgendwie immer schwer, da zu lesen. Meistens so weiß auf weiß und dann... Entschuldigung, wenn ich mich so oft verlese. Ich bin dir nicht böse. Ich bin auch immer nervös. Nervos, siehst du? Beim Lesen. Ja. Okay, jetzt wieder ans Fliegen. Ach nö. Das war auch das, was ich bis gerade so am wenigsten konnte. Auch mit auf die Schneespeeder. Warum auf? Und da reingehen und die fliegen? Auf! Und eigentlich sitzen jetzt zwei da drin, ne? Dass einer hinten das Schleppseil macht und der andere fliegt. Die Evakuierung läuft. Verteidigt den Energiegenerator, bis alle Transportschiffe entkommen sind. Mhm. Möge die Macht mit euch sein. Danke. Und in deinem Geiste. Okay. Okay, ATST. Was muss ich denn jetzt hier? Ich weiß nicht, was böse ist, also was ich abschießen muss und was nicht. Die ATST auf jeden Fall hier hinten. Ah. Was mache ich denn? Wusch. Ah, da hinten noch mehr ATST. Oh. Kann ich auch hier so ein. Ah, die können auch ein. Nee, können die nicht. Okay. Ich hätte mich auch gewundert, wenn die einen Salto können. Oh, nach oben. Oh je. Hä? Oh, die sind schnell down irgendwie. Ja. Aber ich treffe nicht so gut, muss ich sagen. Das ist sehr empfindlich, die Steuerung. Verdammt, wir haben nur einen Speeder verloren. Was? Wieso haben wir einen Speeder verloren? Weiß nicht, also mich nicht. Ein PC. Gute Arbeit bei der Zerstörung dieses ATST. Jo. Hm. Wo? Da hinten. Da ganz hinten. Also ein bisschen seitlich fliegen, dann geht das ganz gut. Wenn man fast drin ist. Ein Läufer weniger. Da ist noch einer. Wo ist denn hier da? Ah! Ist fast down. Ja. Ja, hast du? Gut geschossen. Sehr gut. Nicht nachlassen jetzt. Das war der letzte. Transportschiff beginnt in Kürze mit Evakuierung. Hm? Okay. In Kürze. Ja, lass uns mal Zeit. Das ist das Erste, oder was? Denk mal, es sind dann drei Wellen einfach, oder wie? Weiß ich nicht, aber was soll das denn jetzt mit denen sein? Und jetzt kommt gleich, wie ein AT-AT, jetzt müssen wir das machen. Da hinten ist einer. Oh nein. Also nicht abschießen. Ja, abschießen bringt einen Scheiß gegen das okay. Ding. Wie mache ich das denn? L1? Ja. Weißt du nicht? Nee. Ach, guck mal, Dreieck erscheint dann, wenn man daran herfliegt. Okay, hast du? Weiß ich nicht, Gefahr! Du musst dann da drum fliegen, okay. Ich muss hier nochmal umkreisen. Was zur Hölle? Ja, du musst da mehrmals rum. Ich versuch das mal. Okay. Benutzt die Harpune, los! Das hat nicht funktioniert. Okay. Ich weiß nicht genau, wie das gehen soll. Oh, das wird schwierig. Sag her, das ist. Ja, krass. Okay, ich dreh mal nochmal eine Runde hier. Irgendwas musst du da noch mit dem Analogstick machen oder so. Das ne? Ding ist, ja, das Ding ist, achte mal darauf, wenn du da schon rumfliegst. Machst du das? Warte mal, ich guck mal bei dir. Ach, du musst den rechten Stick, glaube ich, in Waage halten. Ja, ne? Mach ich. Okay. Oh, ist das schwer. Oh. Ja, voll, sehr geil. Oh mein Gott. Okay, den rechten Stick in Waage halten. Ja, okay. Ich habe mich versucht, einfach zu fliegen, habe mich immer gewundert, warum der da wieder. Ich hab's auch erst echt nicht gecheckt. So.
Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall cooler, als da selbst rumzufliegen, weil... Ach, da hinten ist noch einer. Wo denn? Da ganz hinten. Ah. Ich komme. Ich will das jetzt auch mal versuchen. Wer, der schießt mich ab, dann kotze ich. Okay. Ja. Ich hab ihn. Echt? Aber ich bin total verwirrt. Wo? Es ist aber Neues, dass du verwirrt bist. Hallo? Hallo. Was soll das denn? Ah, da ist noch einer. Und da ist noch einer? Ja. Ach, da hinten. Bist du das da? Ah, okay. Ja, dann mach mal. Ich bin hier. Ich flieg hier mal so rum. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gebacken krieg, aber... Mach ich doch. Konzentrier dich, sagt die mir, ey. Ja. Was so? Bam, hab ich. Okay, das ist an sich gar nicht, aber wenn man es ein bisschen übt, nicht so schwer. Mhm. Stelle ich mir online natürlich sehr schwer, weil alle werden dich versuchen abzuschießen. Ja. Das wird sich keiner gefallen lassen. Ach ja, und die Mission müssen wir dann schaffen, ohne das einmal zu versauen. Ach so, wir haben es schon versaut. Ja, das haben wir schon nicht mehr. Ja, wir wussten ja aber auch gar nicht, wie es geht. Ja, das Training, Training. Oh, okay. Das führe die feindlichen Kampfläufer. Alle oder nur die AT-AT? Ich denke mal alle. Okay, dann versuchen wir das. Ich versuche trotzdem erstmal hier. Oh. Okay. Ja, ich weiß. Danke. Okay, erstmal die Kleinen kaputt. Ja, ich versuche trotzdem den Großen, ne? Ja, ja. Erfolg. Du hast es geschafft. Das ist frustrierend, seine so riesen Dinger da zu bauen. Und dann kommen hier einfach so ein paar Speeder und machen die platt. Bist du kaputt? Ja. Warum? Weiß ich nicht so genau. Entweder, ich bin in den AT-ST reingefahren. Noch so, während ich den abgeschossen habe. Also manchmal kommt man schon in den roten Bereich, ne? Zack. Nächster, bitte. Machst du die Großen oder machst du jetzt die Kleinen? Ich mach die Großen gerade alle. Okay. Jetzt bin ich fast in dich reingeflogen. Ich will das jetzt mal haben. Ich hoffe gerade nur... Oh, Gefahr. Oh nein, hab ich nicht geschafft. Nicht ganz. Versuch es nochmal. Boah, war das knapp. Ey, der hat mich abgeschossen. Wer? Der AT-AT? Ja. Eiskalt. Eiskalt hat er mich abgeschossen. Scheiße. Ja, das erinnert mich auch gerade ein bisschen an Star Wars Shadows of the Empire. Hast du das gespielt? Nee. Das ist ein ganz altes Spiel. N64 gab es das auf jeden Fall PC. Mhm. War auch die erste Mission, meine ich, da mit den Snowspeedern rumfliegen und die AT-ATs platt machen. Aber da war das so schwer mit dem Schleppseil. Da habe ich die echt abgeschossen, was ewig gedauert hat. Okay. Ja, hier ist es cooler, ne? Mit dem Rumwickeln. Auf jeden Fall, haben die gut gelöst. Ja. Ich hab's noch nie so gut gelöst gesehen. Und wir haben das auch gelöst. Ja. Kadusch. Gute Arbeit, Staffelblau. Wir treffen uns am Sammelpunkt. Staffelblau. Ja, wir sind mal besoffen beim Fliegen. Yay. Hast du auch Tequila? Yeah. Woo. So. Alles klar, ich versuch's. Ja. Chill, Trophy. Boah, ist auch wieder abgesandt. Ja. Hast du das hier AT-ST viele gemacht, ne? Mhm. Sehr gut. Und zweimal gestorben bist du? Zweimal? Ja, ja. Einmal bin ich halt in den AT-ST reingeflogen und einmal mit der AT-AT abgewallert. Ist der AT-ST dann wenigstens gut gegangen? Ja. Gut. Links hast du die für die gute Sache geopfert. Ja. Okay, ja, ich bin Schleppseil. Ah, schaffen, das ist auch zu schaffen, glaube ich dann. Ja. Klar, wenn wir jetzt wissen, wie es geht. Ja. Okay, wir sind jetzt bei 15 Minuten. Ist ein bisschen wenig für eine Folge. Ja. Und nu? Machen wir irgendwas nochmal. Mit denn? Rumspeeden. Rumspeeden? Ja. Nochmal hier. Aber was war das denn? Was müssen wir jetzt nochmal machen da? Meistere die Mission in 2 Minuten 30 Sekunden. Ich weiß halt nicht, was wir da schneller machen. Wir müssen einfach schnell durchfliegen. Weiß ich nicht. Wir haben 6 Sekunden mehr gebraucht. Vielleicht sollten wir einfach... Einfach nochmal machen. Ja. Okay, und wir machen das mal nochmal. Ein bisschen mehr Boost vielleicht versuchen. Ja. Das war L1, ne? Genau. Okay. Schaffen das.
Schaffen das. Was ist denn hier? So. Wer soll das so einfach mal als Hauptspiel eintragen? Obwohl, wenn du das als Hauptspiel einträgst, ist das dann nicht mehr mein Hauptspiel? Weiß ich nicht, aber das wäre ganz schön scheiße. Ja. Aber das war lustig. Freue mich schon wieder drauf, aber das war richtig schnell, ey. Mhm. Ich bin gespannt, wie das alles online wird. Ob wir da noch richtig gut werden, glaube ich, weiß ich nicht. Wer weiß, ne? Mit ein bisschen Übung, ey. Übung macht den Meister. Ja, das überspringen wir mal, das kennen wir schon. Blö, schön. Okay, und los. Kraft voraus. Eine Feindaktivität verortet. Oh mein Gott. Dann kannst du die Sicht auch umstellen, ne? Weiß ich nicht. Ja, kannst du. Ah, fuck. Ist kaputt? Ja. Oh nein. Ja, sagst du so einfach. Boost! Ich hab schon weh getroffen, Scheiße. Ey. Verdammt! Jetzt versau ich's. Jetzt koste ich uns alle unsere Leben. Nicht alle, bitte. Oh! Alle! Bin ich kaputt gegangen. Ich bin gerade vor so einem ATST geflogen, aber lebe noch. Ey, boah. Boah. Okay. Pets. Woran? Ich weiß da war nicht. Noch nichts, da war nur ein Busch. Weiß nicht, vielleicht war das ein Metallbusch. Ja. Wahrscheinlich. Marvin, du musst das jetzt alleine rocken, ne? Ich kann dir da jetzt nicht mehr viel helfen. Da bist du drin. Ja, aber wir haben nur noch zwei Leben. Wäre komisch, wenn wir das nicht schaffen. Oh. Wow. Schon wieder bin ich irgendwie davon gekommen. Mit dem Leben. Wow. Ja. Es sind noch Reparaturdinger zwischendurch, ne? Ja. Boah, ich lebe noch. Boah. Ja, sie lebt noch. Sie lebt noch. Mach mir kein Ohrwurm. Den Holz. Ebo. Oh, Scheiß. Oh. Die Holzjule, ja. Pass auf die Fuck. Ja, komm. Ja. Gönn es dir. Gib alles. Weiß nicht, ob wir das jetzt auch schaffen, ne? Doch. Lass ihn keine Zeit zum Atmen, Marvin. Ja, nee. Ja, komm noch mal. Ja, so viel Zeit muss sein. Scheiße. War schön. Ah, richtige Schanzmusik, ey. Walk of Shame hier. Das war nicht so gut. Das war gar nicht so gut. Nein. Beim ersten Mal richtig durchgerutscht. Was ich versuche das jetzt mal in der anderen Sicht zu machen. Boah, nee, das kriege ich nicht, ey. Das ist zu schnell, glaube ich, dann. Einfach nur mal, um es gemacht zu haben. Okay. Ja, komm, jetzt lag ein bisschen schneller hier. Das haben wir noch gar nicht gespielt. Okay, ja, überspringen. Ja, danke. Okay. Woohoo! Okay, so. Das ist alles noch viel schneller. Ja, natürlich, aus der Sicht. Oh, Marvin. Okay, aber es macht mehr Spaß irgendwie, finde ich. Okay. Kannst du auch noch ausprobieren, wenn du willst. Boah, aber nicht jetzt. Boah. Fuck. Boah, ist das geil. Oh, scheiße. Sagte er und starb. Boah, ist das geil. Na los. Boost. Ey, das will ich so üben, ey. Das ist viel geiler. Was? Wieso stehen da jetzt Dreck was in meiner... Ey. Nee. Das soll ich die Sicht doch wieder ändern. Ist schwieriger, ne? Ja, ist schon schwierig, aber es ist einfach... Das Feeling ist einfach noch viel mehr da. Oh, fuck! Vor allem muss ja auch echt Boost machen. Oh nein, wir haben keine Leben mehr. Wir waren beim ersten Mal gar nicht so schlecht, stelle ich gerade fest. Mega! Wir sind doch voll aber übersteuern ganze Zeit. Ja. Eigentlich ist die Folge zu Ende, aber so will ich das nicht stehen lassen hier. Komm. Nee, das machen einmal wir jetzt, noch. Das machen wir jetzt nochmal. Ein bisschen jetzt Konzentration. Ich rede jetzt nicht so viel dabei, so.
Jetzt einfach mal die Fresse. Aber dann geht halt der ganze Flair, der Sinn des Let's Plays verloren. Ey, ist mir egal, ich will das jetzt schaffen. Wir müssen uns doch ein Colette Kotelett an den Ohr labern. Mhm. Komm, meine. Nutze das Zielerfassungssystem. Das Ding ist, glaube ich, doch, wir dürfen die einfach nur nicht entkommen lassen. Wir müssen gar nicht schießen. Ja, dann. Okay. Die klauen ja auch unsere Bikes. Dann ist es auch total dumm, auf die zu schießen. Ja, wir dann die Bikes kaputt machen, ne? Ja. Ich fliege jetzt einfach nur mal hinterher. Vielleicht schieße ich ab und zu mal, weil es Spaß macht, aber. Und wieder in der anderen Sicht. Ich finde aber auch ja, dass Schießen gar nicht so ablenkend oder so. Nein, nein. Ich finde einfach nur diese Bäume, du klatscht da so schnell gegen. Ja. Schießen ist in dem Sinne vielleicht nur ablenkend, wenn man echt, darauf achtet, wo die anderen hinfliegen. Und dann die Bäume nicht sieht. Ja. Direkt vor den Baum, ey. Ich glaub es nicht. Was zur. Nicht aufregen. Doch. Da konnte ich mich auch gar nicht mehr einpendeln. Schieße ich ja doch wieder. Ja. Erstmal nicht durch diesen Baum geflogen. Rebellen! Wir setzen AT-STs in ihrem Sektor ab. Sie greifen die Rebellen bei Sichtkontakt an. Ja toll, die stören mich eigentlich nur. Mich stört alles. Boost! Danke, dass du mir irgendwelche Gegenstände im Weg stellst. Was war denn da bitte? Da war nichts. Das ist nicht. Ey, das gucke ich mir bei der Aufnahme, das gucke ich mir auch 30 Mal an und analysiere das, ne? Ohne ja, Witz. Das ist ja das Schöne daran, dass wir alles aufnehmen. Ja. Ich kann extra mal gucken. Ob ich wirklich Grund hatte, wütend zu sein, kann ich dann nochmal gucken. Ah. Also da unten drin ist schwierig. Was? Ja toll, ich bin hier unten drin. Ja, ein bisschen Booster, dann geht das glaube ich schon. Da hinten sind sie. Bad. Da bist du ja. Hallo. Moin. AT-AT. Was war da? Weiß ich nicht. Ein Stein. Ach. So ein Scheiß. Soll ich dir das Leben jetzt überlassen oder soll ich reinbomben? Komm rein. Stell dir vor, ich guck nicht so auf deinem Bildschirm. Weiß nicht, ob du das. Ja, ist mir klar. Kann ich verstehen. Genau genommen gar nicht. Boah. Marvin, ich hab keinen Bock mehr. Ist aber jetzt vorbei. Gut. Wir wollen ja auch keine schlechte Laune kriegen hier. Ich finde, es macht trotzdem Spaß, auch wenn man irgendwo vorfliegt. Das macht mega Spaß, wirklich. Ja. Gib alles. Mach ich. Ja, du schaffst das. Oh, das war knapp, ey. Boah, aber das war in der Zeit. Ja? Ja, ich glaub schon. Dann wäre ich überglücklich. Da haben wir noch einen Erfolg zu verzeichnen. Na, nach hinten gucken würde ich nie auf dem Ding. Nee. So, hast du überall mal den Schulterblick? Ja. Ne? 2,18, ja, 2,30 brauchen wir, ne? Guck mal, gut, ein besiegt und drei Leben verwendet. Ja, von der Statistik her ist das auf jeden Fall. Der Hammer. Nicht schlecht. Egal, wir haben alle Sterne. Ja. Das kriegen wir auf jeden Fall noch voll. Ja, cool. Macht trotzdem Spaß, auch wenn ich es jetzt voll verkackt habe. Ja, die Frage ist nur, wie. Ich habe jetzt eine Endo-Map gehabt online, wo man diese Bikes auch fliegen kann. Mhm. Und da ist es halt. Man fliegt da immer hin und her einfach und schießt die ganze Zeit die Rebellen ab. Das ist auf jeden Fall einfacher, nicht so ganz krass. Ja klar, da ist es ja voll der Lauf, den du da machen musst, durch die ganzen Sträucher übel schnell. Eben. Und da hast du einen Bach, wo du da ganze Zeit immer herfliegst eigentlich. Das andere traust dich auch nicht. Okay, cool. Dann machen wir, was machen wir denn nächstes Mal? Ja. Die Schlacht oder was? Ja. Ja, also solange Jule hier beisitzt, werden wir auf jeden Fall erstmal immer die ganzen Koop-Sachen hier durchgehen. Schlacht machen wir dann nächstes Mal. Da haben wir einige Sachen, die wir noch machen können. Noch gar nicht gemacht, ne? Ja, die Überlebenssachen können wir auch alle noch auf höhere Schwierigkeiten spielen. Da haben wir auch erst eins gezeigt. Da haben wir auch erst eins auf höherer Schwierigkeit gespielt. Ja, also. Solos war sehr schwierig. Mhm. Schöne TIE Fightern. Wir haben auf jeden Fall noch genug. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann, ne? Bei Star Wars. Battlefront. Ciao. Tschüss.